the power of the dark side. Willkommen, meine Sturmtruppen. Ich bin mal wieder auf dem Empire-Server, weil heute ist das Dino-Racing. Ganz klar an dem Thema Megalania-Rennen. Und diesmal geht's durch die Drachenschlucht. Das Ziel ist am Ende der Drachenschlucht zu finden. Der Erstplatzierte bekommt eine sehr hohe Exemplar der Megalania plus sehr gutem Sattel. Der Zweitplatzierte kriegt ein Blueprint mit einem Sattel und der Drittplatzierte, natürlich schwächer wie der Zweitplatzierte, einen Blueprint für den Sattel der Megalania. Ich mache jetzt hier gleich die Servermeldung, um die Leute heranzuschleifen. Die wissen nämlich auch nicht, wo das ist. Und dann melde ich mich zurück. Willkommen, Banana Gang. Moin, moin. Bist du der Reiter oder der Zuschauer? Der Reiter. Okay, check mal und dann lass mal hin. Okay, Admin Fähchen will ich jetzt kontrollieren. Und danach kannst du reinlaufen. Okay. Hallo. Hallo, das Nachfliegen ist untersagt, ne? Ja, okay. Beim Teleporter aufpassen, es können jetzt Leute durchkommen, immer wieder. Fischen betäubt jetzt die Teilnehmer, damit die Fairness bleibt. Wir haben ja alles vorbereitet. Die Leute, wo hier mitmachen müssen, nackt kommen, kriegen von uns alles gestellt. Tier, Sattel, Equipment im Tier. Und dass hier nicht zusätzlich irgendwas verwendet werde, was einen Vorteil bringen könnte gegenüber die andere, kontrollieren wir einfach die Spieler vorher, damit die Fairness bleibt. Wir haben jetzt unser erster Teilnehmer, es ist Banana Gang und Reiter warte Wurstgitarre. Wir warten jetzt noch auf weitere Teilnehmer, die sich im Chat schon angekündigt haben. Ja. Wurstgitarre, du darfst dich jetzt für ein Tier entscheiden und einfach mal davor auf dem Stuhl Platz nehmen. Such dir einfach die Farbe aus, die dir gefällt. Wie bitte? Kannst du es bitte noch einmal wiederholen? Du kannst dir jetzt den Megalania aussuchen und nimmst einfach vor dem Raum auf einem Stuhl Platz und wartest dort, bis die restlichen Teilnehmer gekommen sind. Fischer hat auch der Start hier so vorbereitet, dass das Ganze hier elektrisch funktioniert. Die Türen werden sich alle gleichmäßig öffnen. Das kann man mit Generator, Kabel und dem Keypad, und man muss dann halt PIN-Codes auf die Türe setzen, dass das Ganze so funktioniert. Nur um euch mal zu erklären, wie das Ganze dann immer so aufgebaut wird. Wir haben hier einzelne Kammer. Alle Tiere sind gleich, alle Tiere können danach gleich gelevelt werden. Ja, die Sattel sind all gleich. Nur die Startposition hier im Kasten ist halt anders. Da ist mal weiter links, ist mal weiter rechts, das ist der einzige Unterschied. Ja, am Ende der Drachenschlucht haben wir ein kleines Gebäude vorbereitet.
wo man als Megalania-Reiter reinrennen muss. Und ja, das ist dann die Siegerehrung. So, ich mache da noch ein bisschen Peng Peng. Für die Atmosphäre. Dino Racing! Willkommen, Dawn of the Justice! Wir kontrollieren gleich euer Inventar. Wie viele Teilnehmer? Warte, zwei Stück. Wer? Du? Hardgirl und Huntress. Gut, wir kontrollieren schon mal Hardgirl. Wegbleibe. Huntress. Das sah sehr ungesund aus. Giaboa am besten nach Hause schicke. Mitnehmen wird sterben. Eventuell. Sie gibt es mir. Ich greife ihn damit rein gerade. Okay. Ich glaube, die Waffe ist zu stark. Warum? Ich habe einen Anschluss, was sie tötet. Du hast einen sehr impulsanten Rücken. Ja, sehr schön, ne? Mein vollbartiger Freund. Gut, du wirst jetzt auch gleich kontrolliert. Wir haben gerade jemand drin, wo kontrolliert wird. Dauert kurz. Huntress, such dir doch jetzt bitte den Megalania aus, auf dem du reiten möchtest, und setz dich davor auf den Stuhl. Einfach an die Türstelle und schon mal warte, bis mal der nächste ist. Ich hab dir hier in die Kiste Medical Blue gemacht, weil ich dich etwas, ja, viel getroffen habe. Feechen hat eine zu starke Waffe gewählt. Wenn du der zweite betäubst, kann ich auch mit checken. Einfach Abschuss. Gut, die Teilnehmer stehen fest, kriegen jetzt ihre Tiere und ja, dann kriegen sie erklärt, wo sie lang müssen. Die wissen nicht, dass sie durch die Drachenschlucht müssen. Ich gehe kurz zu Teleporter vorbereiten, weil wir ja jetzt doch Zuschauer haben. Wie mache ich das nochmal? Fähigchen, wie funktioniert das? Teleporter öffentlich Schalle? Danke, E drücken und dann links oben das rote Admin Public. Hab ich? Warten, bis es sich füllt, dann draufdrücken und fertig. Dann kommt ganz oben eine große rote Meldung. Jo, dann war das wohl richtig so. Dann springe ich jetzt wieder zurück. Ritt. Ritt, da sind wir wieder. So, Superman, wir haben den Teleporter am Ziel schon für dich vorbereitet. Du kannst also jetzt auch zum Ziel springen. Okay, danke schön. Bring eben die Gesellen. Wählt eure Tiere. So, sind die Reiter bereit? Fischchen.
So, betretet die Kammern, ihr könnt die Tiere gleich leveln. Ich lasse euch rein. Jetzt setzen sich alle auf die Tiere, tun sie nach ihrem Belieben Skille und dann geht's auch gleich schon los. In die Tiere haben wir verschiedene Equip-Teile nochmal dazu gesteckt als Geschenk und als Hilfsmittel für die Reiter auf ihrem Weg ins Ziel. Wie bitte? Ich hab dich gerade nicht verstanden. Hallo? Hat er jetzt mich oder dich? Im Tier, das du jetzt besitzt, liegt Equipment drin, das du nutzen darfst. Hier, wo ist das Ziel, Feechen? Das Ziel ist auf der anderen Seite der Drachenschlucht. Das bedeutet, rechts schräg vor uns ist der Eingang in die Drachenschlucht. Euer Weg führt euch an der Lava, über der Lava und vorbei. Also schön vorsichtig sein, ein Treffer aus der Lava und ihr seid tot, beziehungsweise euer Megalania ist sofort tot. Also immer schön an den Wänden krabbeln. Wenn ihr auf dem Megalania drauf sitzt und ihr drückt die Leertaste, erscheint rechts oben ein kleines Symbol. Und damit könnt ihr dann an Wänden krabbeln. Das müsst ihr auch in der Drachenschlucht, um an der Lava vorbeizukommen, denn nicht immer ist der Landweg der sicherste Weg. Ihr könnt eure Tiere jetzt leveln auf Stamina, Geschwindigkeit, Leben, was auch immer. Ihr geht durch die Drachenschlucht, also direkt da, wo die Drachen sind, wo der Lavafluss entlang führt. Ihr werdet 2 oder 3 Lava-Wasserfälle rauf müssen, also immer der Lava entlang. Das Ziel ist unverkennbar. Natürlich sind da Drachen. Niemand hat gesagt, dass es leicht werden würde! Sind am Ziel Turrets? Wenn nicht, dann würde ich mich gerne porten. Dein Griffin wird nicht sterben, nein. Aber du wirst ihn mitnehmen können. Bring ihn nach Hause. Das ist in deinem Gebäude drin, er steckt fest gleich. Alle Reiter bereit? Oh, oh, oh. Jetzt muss ich schnell auf meinen Greif, schon verpasse ich den Anschluss. Feechen hat Greif jetzt Leave Me Alone. Magenta bereit? Ja. Der Blaue bereit? Ja. Oh, wir haben sehr junge Teilnehmer diesmal. Der grüne Megalania bereit? Jojo. Und der rot-braune Megalania bereit? Ja. Möchtest du uns den Countdown runterzählen? So, putzt nochmal die Schuppen weg! 3, 2, 1, Megalania Racing! Technische Probleme. Die Tore öffnen sich nicht, Fehlfunktion! Los, 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 go, 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 go! Immer mir nach! Hier oben bin ich! Hier ist der Eingang! Grün liegt vorne. Sucht jetzt den Eingang in die Drachenschlucht. Schreibt nochmal, dass drüber hinausklettern verboten ist. Man muss durch die Drachenschlucht. Und Grün ist vorbeigekrabbelt. Ihr müsst in die Drachenschlucht, nicht darum!
Unsere Teilnehmer flitzen den völlig falschen Weg. Es ist wieder hell. So, da kommt die Sonne raus. Seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Und da geht das Gekrieche los. Die flitzen nach vorne. Die Türkisen ist ziemlich weit vorne. Nicht gefolgt von der Grünen. Ich schwing mich auf meinen Greifer und ab geht's. Die Magenta ist ziemlich weit hinten, blau gefolgt. Jo, alle nutzen jetzt denselben Eingang. Sehr schön, jetzt haben wir sehr vorsichtige Krabbler da unten mit der Lava. Sehr gefährliche Sache. Ich gleite mal langsam rein, dass wir jemanden sehen. Oh, Türkis und Grün hängen schon an der Decke. Gar nicht so leicht.
Wahrscheinlich zum ersten Mal von Magellania. Alle vier sind jetzt an der Decke. Oh nee, Megan. Magenta ist ohne Grün, ist wieder runtergefallen. Wenn das in der Lava passiert, ist das sehr gefährlich. Naja, man muss halt dazu sagen, wenn man mit der Megalania am Boden kriecht, ist man wesentlich schneller als an der Decke. Ja. Aber es geht nicht immer. Irgendwann kommt die Lava. Mal sehen, wann wir den ersten Toten haben. Und beim Testen haben wir ja festgestellt, es ist nicht immer gut. Nein, nein, ich war ziemlich schnell tot. Oh, jetzt sind sie hier an der komischen Sechskantsteine und versuchen so irgendwie was. Mit denen haben wir beim Testen auch Bekanntschaft gemacht, eine sehr knifflige Stelle. Ich halte mich mal weiter zurück, dass ich die Drache nicht, ja, ich weiß nicht, ob der Admin-Cheater richtig funktioniert hat und so. Ich bleib mal lieber auf Abstand. Oh, 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 das war knapp. Hanna, das sie so gleich am Rand links über dem Flügel, wäre fast einer in die Lava gestürzt. Oh, 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 ziemlich tief und an der Lava. Oh, zack, in die Lava gefallen. Das war's. Das war's für den Teilnehmer. Schade, schade. Das war Handfress. Einer weniger. Von dort. Hier sehe ich zwei Krabble. Ich weiß nicht, ist schon jemand weiter vorne? Sind alle noch. Ups, da ist noch jemand abgerutscht und down, direkt in die Lava gefallen. Das waren Wurst, Gitarre und. Noch ein Grabbler haben wir. Punches. Ein Grabbler ist noch. Und Drache, Akro gezogen. Er brennt. Oh, Drache hat doch Akro von mir. Naja, so hat er wenigstens noch eine Chance. Der nächste Drache nehme ich ihm nicht ab. Oh, ich habe zwei Teilnehmer noch. Ich sehe zwei Teilnehmer. Oh, Blitzdrache. Oh, da kommt der Blitzdrache. Ah, und da ist Mangoshila tot. Und nur noch Hawk Girl am Leben. Ich versuche nochmal das. Nein, nein, die lassen mich nicht in Leave Me Alone rein. Nur noch Hawk Girl. Wobei, wie weit ist er? Ist er schon am Klettern? Ja, ja, sie hat. Sie ist ein Stück weiter gekommen. Sie ist über dir. Sie ist über mir. Oh, der Megalania hat den Abflug gemacht. Das heißt, tot? Nein, nein, noch nicht. Da, wo der Blitz über ihn gerade hingeschossen hat, klettert sie an der Wand. Ich sehe es nicht, weil ich ganz viele Drachen um mich rum habe. Sie kommt gleich. Sie kommt gleich zum Lava-Wasserfall. Okay. Eigentlich dachte man, wenn ich so reingehe, dass dann die Drache uns nicht aggroen. Na, das scheint nicht so funktioniert zu haben. Aber sie nutzt es natürlich, dass ich die Aggro habe. Aber es sind ja nicht nur die Drache, wie man gesehen hat bei der anderen Teilnehmer. Die sind abgerutscht. Sagen, wir haben es aber auch mehrfach getestet, sind mehrfach selbst hier durchgelaufen. Ja, du hast es ja geschafft. Ich bin ja gleich gestorben. Um zu gucken, ob das dann überhaupt überlebt. Ist er schon oben? Ja. Der erste ist hinter uns. Gut, ich versuche mal die Drache loszuwerfen.
Ist das der zweite Wasserfall schon hoch? Nein, du bist schon an mir vorbei. Nein, du bist schon an mir vorbei. Hoppla. Ja, ja, sie ist gerade gleich auf der Höhe von dem Wasserfall. Ich hoffe, ich habe das Getrache mitgezogen, das steht mal lädt, du. Ah ja, da sehe ich es. Oh, ich habe Blitzdrache gesehen, dort hinten runter Segler. Über ihr ist ein Feuer. Über ihr ist ein Feuer. Deswegen bleibe ich auf Abstand. Ja, sie macht auch vorsichtig, sie läuft viel lieber wieder rückwärts. Macht das Ganze langsam. Das ist schon gut. Ich habe damals beim Test auch versucht, schnell, 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 schnell. Und tja. Und du hast ja den langsamen Weg genommen. Ja, ich bin vor allem weit hinter dir geblieben und wenn du links die Drachen auf dich gezogen hast, habe ich die Seite gewechselt. Schreibt Mutter, dass er nicht rauskrabbeln darf. Noch ist er drin. Noch ist er drin. Vor allem, da ist ja auch ein Feuerwehrmann, also rauskrabbeln bringt auch nicht viel. Ich gehe mal weiter vor jetzt, weil ich sie nicht mehr sehe. Sie ist genau in dieser kleinen links. Ja, sieh sie wieder. Ah, ich hoffe halt echt, ich zieh hier dran. Naja, über ihr ist der Feuerwehrmann. Ich versuche noch mal, Leave Me Alone auf den Greif zu. Na, ja, sie macht das echt gut. Die blaue Megalania. Oh, ich hab sie verloren. Ah, da ist sie wieder. Hinterm Stein kommt sie hervor. Ist schon witzig. Mit dem seitlichen Krabble. Wenn man bedenkt, vor ihr ist der Alpha-Bewand. Du müsst jetzt schon sehen. Du, der bedenkt. Das waren zwei Hits. Die Drache hängen aber gerade fest. Oh, jetzt wird sie bearbeitet. Jetzt hängt da ein Kristall. Oh, Blitzangriffe. Autsch, autsch, autsch. Das ist mir auch passiert. Genau das. Oh, hat sie es abgelenkt? Oh, ich glaube, mir ist ein Fehler unterlaufen. Bin ich raus, Klo? Ich sehe nicht, dass das Ding blutet. Ich habe ja vorhin die Megalanias geheilt nach dem ersten Versuch. Ach so. Ja, gut, müssen wir dann checken, ne? Auch ich sehe leichte Blutflecken, kann sein, dass es auf Leben geskillt hat. Doch, das sind Blutflecken. Du kannst ja mit dem Kreuz drauf hallen. Und dann siehst du, wie der live wird. Ich bin im Spectator, ich habe keinen Kreuz. Ja, ich habe Drache jetzt gerade wieder am Flügel. Den ich gerade mal erledigt habe. Wo ist denn unsere Teilnehmerin? Über dem Alpha, wir waren schon hinaus, kurz vorm Wasserfall. Kurz vorm Ziel? Ja, kurz vorm letzten. Gut, dann fliege ich mal zum Ziel.
Kann man sie vom Ziel aus schon sehen? Nee, ne? Nein, sie kommt gleich hier links den Wasserfall hoch. Wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen Megalania testen. Da wäre sie fast in die Lava gestürzt. So kurz, das wäre echt bitter. Die ganze Drachen überlebt. Oh, sie läuft rückwärts. Sie läuft rückwärts. Oh, 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 oh. Das ist gefährlich so. Oh, 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 oh. Gott, da läuft sie ins Ziel rein. Wir haben einen Megalania Racing Gewinner. Sehr schön, gut gemacht. Ich habe meine Wette verloren. Es gibt einen Überlebenden. Oder Überlebende. So muss ich mich so ausdrücken. Gut, dann geh mal auf dein Siegertreppchen. Captain Rex und er technet auf mich. Superman, du hast eine Kamera, oder? Gib die mir mal. Kann ja, ich gebe dir da eine neue später. Okay. Irgendeine besondere Pose machen als Sieger des Dino Racings oder einfach so? Einfach so. Wow. In dem Moment geht mir die Kamera kaputt. Du hast es kaputt gemacht. Ich muss mir kurz die Kamera holen. Moment. Dankeschön, du wirst in der Siegerhalle verewigt. Als Sieger des Dino Racing. Da unten okay. Ist jetzt dein Preis, den du empfangen darfst. Level 330 mit besonderem Sattel. Viel Spaß damit. Dankeschön. Unter der Treppe hinten ist ein Teleporter, damit du sicher nach Hause kommst mit einem Preis. Und die blaue darfst du natürlich auch behalten. Okay. So. Das war das Dino Racing. Wir werden jetzt noch an den Start zurückgehen und den Teilnehmern, die leider nicht lebend durch die Drachenschlucht gekommen sind, einen Trostpreis verleihen. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Server-Event auf meinem Server. Falls ihr Lust habt, bei unserem Server mitzuspielen, ich poste alles, was wir zum Joinen brauchen, unten in die Videobeschreibung. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao!